So, da sind wir wieder. Während ich jetzt ganz kurz hier AFK war, habe ich mal schnell, bevor ich die Aufnahme weitergemacht habe, schnell das Fighter abgerissen. So. Mach mal jetzt aber nochmal richtig. Nein, nicht dahin. Nicht ins Gesicht, Mama. Ich weiß auch bald mal meine Mini-Leuten-Spitzhacke reparieren. Ach, ein Kumpel von mir hatte auch, wollte eine Wette mit mir anfangen bezüglich dem RT bis zum Ende des Projekts. Und schickt nur, ja komm, schaffen wir locker. Dann haut er dir mit der Wette raus, wir sollen bis zum Ende nochmal es schaffen, eine Manuline-Schaufel auf Master zu bringen. Habe ich gesagt, vergiss es. Du weißt, wie scheiß lange das dauert. Ja, das stimmt. Gut, wir brauchen einen mal Turbinen-Rotor-Shaft, brauchen wir zweimal. Und dann eine Turbine-Rotor-Bearing. Einmal. Dann brauchen wir noch Turbine Beinglas, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Turbine Housing. Wenn das jetzt mal nicht so viel war. Oh, der Bakerman. Warten wir, bis er mal gejoint ist und dann grüßen wir ihn mal. Hier ist die Mitte, das heißt, müsste dahin. Jawohl. Guten Abend, Baker. Wir nehmen auf. Zeitverzug, ey. Der Zeitverzug. Großer oder? Locker 2, 3 Sekunden. Okay. Duff, 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 duff. Oh ja, schön viel Turbinenglas geht hier drauf. Ich weiß gar nicht, ob man die Turbinen auch noch irgendwie kühlen kann. Ich weiß halt nur über, dass man eins braucht, ein bestimmtes Teil. So, dann gehe ich da mal hoch und wir können dann mal an den Turbine Controller machen. So, wo haben wir denn da Turbine Controller? Duft, 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 duft. Machen wir dann noch ein bisschen Turbine Housing. Das sollte jetzt aber auch mal reichen. Ein Turbine Powerport, Turbine Fluid Port und wir brauchen wieder einen Piston. Mach mal gleich mal zwei. Ach, mach mal drei, vorsichtshalber. Fluid Ports brauchen wir zwei, glaube ich. Jupp. Rotor Bearing haben wir schon angeschlossen. Wir brauchen dann noch Rotor Shaft. Ich mache da mal sieben. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Bin ich halt wirklich vorsichtiger mal gerade. Dann knacken wir hier mal den Controller hin. Und hier den einen und den anderen.
Und den Turbine Forward Port setzen wir da. Jetzt weiß ich nicht, wie das genau war mit dem. Welcher Tag ist heute? Heute ist Donnerstag, Donnerstag. oder? Wieso? Hast du noch Ah, ein das war. Date? Nee. Schade. Ich dachte gerade, meine Zeitungen kommen, deswegen. Stimmt, du musst ja noch übermorgen Zeitung austeilen. Ja. Sein Hobby. Langweiligster Nebenjob der Welt. Da glaubst auch nur du. Weißt, was ich immer machen darf als Nebenjob, weil ich nichts Besseres finde. Übers Garten wissen. Ich darf bei uns im Sommer. Ups, ich glaube, das sind ein bisschen viele Waterblades. Ich darf, wie gesagt, bei uns im Sommer, wenn es warm ist, die Wiese gießen. Okay, du arme Sau. Ich schaue mir das dann gleich nochmal an, wie das jetzt war mit den Enderium-Blöcken, weil wir brauchen nochmal Enderium-Blöcke da dran. Ich glaube, das waren eindeutig zu viele Waterblades. Nehmen wir mal hier die Turbine Housings wieder und ich mache da nochmal ein paar, nochmal ein Stack und das war's jetzt endgültig. Nein, kein Rector Class, Turbine Glass. So, jetzt sollte ein Stack reichen. Wie viel Geld nimmst du jetzt eigentlich mit zur Gamescom? Keine Ahnung. Außerdem sage ich das lieber nicht in der Aufnahme. Wieso? Ja, wenn du Fan-Treffen machst, da? Welche Fans? Die 45 Abonnenten? Möglich ist alles. Und bevor ich ein Fan-Treffen mache, muss ich mich erstmal öffentlich zeigen. Das mache ich sowieso vorerst nicht. Eben, und ich auch nicht. Weil meinen Namen gebe ich gerne preis, meinen Vornamen, aber so zeigen, da bin ich dann doch ein bisschen zu schüchtern noch. Und irgendwas habe ich verkackt. Wieso hat's Boom gemacht? Nö, es verbindet sich nicht. Doch verbunden. Nö. Warte mal. 98. Es ist ein 9x9 Block. Warte mal. Oh. Ich bin ein Dödel hoch 10. Ist. Wenn du auf den Controller geklickt hättest, hättest du angezeigt bekommen, wo das Problem ist, ne? Hab ich doch. Bloß, bei mir kam nichts. So. Bei mir kam eine Meldung, dass etwas drin ist. Auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt nochmal die Transferpipes und die Liquid Nodes. Die müssen wir uns dann nochmal machen.
So. Wenn wir uns jetzt mal hier so ein Stack Uran rausnehmen und den dann mal hier in den SS-Port reinschmeißen. Ah, nehmen wir nochmal ein paar Stacks raus. Oh, das hat schon gereicht. Hier anmachen. Mach ihn an. So, sehen wir Sind das. 1000 Grad normal? 2000? Ich entferne mich schon vom Reaktor. Schon mal Fusionsreaktor abbauen und verschwinden? Weißt du, was ich gerade frage? Was? Wieso der momentan keine Energie produziert? Eventuell zu heiß? Nein, das ist es nicht. Oder. Das, nee, das kann es auch nicht sein. Außerdem Oder warte mal. Irgendwas ist an deiner Logik falsch, ne? Wieso? Wenn du jetzt mit Komm dem mal hierher. Transfernodes meinst, damit kenne ich mich nicht noch nicht so aus. Nein, ich meine es an den ganzen Ports. Wenn hier die Pfeile so zeigen und Ja. das da reingehen soll und hier das hier ist und die Pfeile andersrum zeigen und es trotzdem da reingehen soll, dann ist da irgendwas falsch, oder? Was? Das? Pass auf. Moment. Hier geht's raus. Und hier geht's raus. Ja, okay, jetzt sehe ich, was er meint. Hatte ich nämlich schön vertauscht. Hä? Da geht's doch, da muss es doch raus. Ja, ich habe da was anderes genommen aus Versehen. So. Funktioniert denn die Turbine schon mal? Außerdem produziert nicht die Turbine Strom und der Reaktor dann nicht. Ich glaube, ich habe da irgendwie was. Ah ja, Da fehlt, glaube ich, wirklich noch dieser Enderion-Blockring um die Turbine. Aber ich frage mich echt, warum der jetzt hier keinen Strom produziert. Das verwirrt mich jetzt. Ich bin noch kurz bei Baker, okay? Weißt du was? Boah, ich krieg die Anfall wieder. Da wir langsam schon die Zeit fortgeschritten ist, und ich glaube, das ist ja nicht so ein Programm, Problem, was jetzt auf, so, dass wir so schnell gelöst kriegen, wollen wir vielleicht mal die Aufnahme beenden und das dann in der nächsten Aufnahme mal korrigieren? Können wir? Gut. Würde ich sagen, wenn euch diese kleine Fail-Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch auch mal beim Backcomment vorbei oder beim Streetigger oder beim Trivolo. Und dann würde ich sagen, was ist für diese Chaosaufnahme für heute? Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tüdelü. Tschüss.
Microphone mute.